drei Autos steigen ungelogen 15 bis 20 Leute raus. Und wie in so einem Film sind die alle vor dir verteilt plötzlich. Und der eine hat einen Schlagring in der Hand, der andere hat einen Baseballschläger, der andere hat ein Messer. Und die stehen wie in so einem Film alle vor dir. Dann hat der sich umgedreht. Boom! Volles Rohr habe ich den rechten Haken gezogen. Und der ist komplett auf diesen Tisch geknallt und alles, diese Getränke über den und so weiter. Wohin ist jetzt dazugekommen? Assalamu alaikum. GemTV, Yalçın Baba. Und er holt aus und will mir den komplett reinhauen und ich weich aus von seinem Schlag und ich sehe im Augenwinkel, wie mein Kollege, der nichts damit zu tun hat, diesen Schlagring komplett gegen die Nase kriegt. Oh. Boof! Boom! Explosion vom Blut. Die ganze Zeit gebe ich ihm Aufwärtshaken, einen nach den anderen. Bam, 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 bam. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Und cut. Was geht ab, Freunde? Was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von X-Stories. So, heute mit den verehrten Gästen wieder. Wohin ist jetzt dazugekommen? Assalamu alaikum. GemTV, Yalçın Baba, zu meiner Rechten. Es wird eine sehr wilde, sehr wilde Folge, Freunde. Denn heute wird uns Gem eine Story erzählen. Erstmal. Weil ich möchte auch bald von dem Baba. Von dem Yalçın Baba, von dem Onkel, auch was Schönes hören? Baba reicht schon, muss die Onkel sein. Baba, okay, tamam, Baba. Aber diesmal machst du es, ne? Diesmal gibst du uns eine Story von dir. Ja. X-Story kennst du, du erzählst uns eine Geschichte. Und der Rest hier muss herausfinden, ob die echt oder ein Bluff. Reiner Bluff ist. Ne? Bluff. Hast du was, weißt du schon, was du vorbereitet hast? Ich habe schon was vorbereitet. Ist das eine wahre oder eine echte oder ein unechtes? Natürlich ist die wahr. Gibt es auch Leute, die hier blöffen? Guter Punkt. Wenn die irgendwelche Geschichten erzählen? Ja. Darum geht es ja in X-Stories. Der hat aber so eine Nase aber. Also die wächst. Ja, die wächst, die Nase wächst. Okay. Grüße an Bilal. Wir müssen aber gucken. Dein Papa ist ja dabei. Er kennt ja aber Story auch nicht komplett. Nein? Mm-mm. Er weiß, er erinnert sich wahrscheinlich, dass mal so etwas war. Also er kennt einige Schlägereien von mir aus der Vergangenheit. Also er kennt einige Stories von dir aus der Vergangenheit? Er kennt einige Stories von mir aus der Vergangenheit, aber... Aber er weiß nicht, also soll er mitahnen oder soll er... Er kann auf jeden Fall mitahnen, ob das echt ist oder nicht. Ja? Okay. Aber er kennt seinen Sohn am besten. Das heißt, aber dann halten wir uns heute an Yalçın Baba heute. Halten wir uns heute wer weiß, ich guck mal. Vielleicht, ich weiß nicht, es gibt hier viele Pokerfests. Vielleicht werde ich auch überrascht. Ich kenne nicht alle Stories von denen. Stimmt, ne? Vieles teilt er mit der Mama. Und er hat so Kurzzeitgedächtnis, er vergisst das meistens. Ja, man kennt es ja, ne? Die Kinder, die reden immer zu Mama, erzählen Mama alles und sagt dem, nicht Baba erzählen. Bitte nicht Baba erzählen. Ja, so sieht's aus. Ne? So viele, kenn ich sehr gut. Viele Geschichten in der Vergangenheit von ihm kenne ich, aber hauptsächlich teilt er mit Mama. Ja, ne? Und dann kommt das über Mama zu mir. Natürlich gefiltert, ne? Gefiltert? Ja, ne, gefiltert. Die ist gefiltert, die Variante. Ja, du weißt, damit ich ruhig bleib. Yeah. Komm. So, Gem, ich würde sagen, wir bitten dich einmal nach vorne zu gehen. Einmal hier, Bruder, hier lang. Ach so. So. Alles klar, Freunde, ich bin sehr gespannt. Manchmal suchen wir die richtige Frequenz im Leben. Die Frage ist nur, was wir hoffen zu empfangen. Gem. Ja, mein Bester. Bist du bereit für deine Story? Alles klar. Auf los geht's los. Wir sind sehr gespannt. Na, gucken. Gucken. Gucken, backen. Gucken. Okay, seid ihr ready? Wir sind bereit. Okay, also meine Geschichte fängt da an. Ich bin jetzt mittlerweile 24 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt war ich frisch 18 und hatte auch schon meinen Führerschein. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin, die war ein bisschen älter als ich, sie war 24.
24? Ja, zu dem Zeitpunkt sogar schon 25. Als ich 17 war, habe ich sie kennengelernt, da war sie 24. Als ich 18 war, war sie 25. Okay. Sie hat tatsächlich auch am selben Tag Geburtstag gehabt wie mein Vater. Oh. Und ja, schöne Grüße an der Stelle. Und wir waren an dem Abend auf einen Geburtstag eingeladen und dieser Geburtstag war in Duisburg-Marxloh. In Duisburg-Marxloh? In Duisburg-Marxloh. Okay. Dann fängt die Geschichte ja schon mal gut an. In Duisburg-Marxloh, also für die, die es nicht wissen, ist auf jeden Fall so eine Ghetto-Gegend und ein bisschen, sagen wir mal, der kriminelle Anteil ist ein bisschen höher. Ja. Und der Geburtstag war von zwei Zwillingen und der war in so einem privat gemieteten Raum. Und um zu diesem Raum zu kommen, musste man in so eine Einfahrt reinfahren. Mhm. Das war so eine Sackgasse quasi, so eine Einbahnstraße. Ja. Und man fährt so 200-300 Meter komplett geradeaus und wir haben hier am Anfang direkt dieser Einfahrt unser Auto geparkt. Haben das dort geparkt, sind dann gelaufen bis dahin und sind dann hier in diesen Geburtstagsbereich, da wo der Geburtstag stattfindet, in so eine Gasse reingegangen und da war der gemietete Raum. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch keinen Alkohol getrunken, ich war der Fahrer und ich hatte auch ein mulmiges Gefühl, so Duisburg-Marxloh, man hat viel gehört, aber ich dachte mir, was soll schon passieren bei uns? Ja, ja. Und ich dachte mir, du hältst einen kühlen Kopf und behältst die Situation immer im Blick und dann passt das schon. Meine Freundin war dabei, drei Freunde von mir waren noch dabei, ihre beste Freundin war dabei und wir sind halt dahin gefahren. Als wir angekommen sind, war die Stimmung gut, der Raum war voll, da waren bestimmt 80, 90, 100 Leute ungefähr. So viele? Also war schon ein großer Geburtstag, also die haben das schon groß gefeiert. Und, aber der Alkohol war halt begrenzt. So, da war nicht mehr viel da anscheinend. Der Alkohol war begrenzt. Er war begrenzt. Und meine Freundin hat zu mir gesagt, sie hat nämlich zu dem Zeitpunkt Alkohol getrunken und sie hat mir gesagt, kannst du mir eine Mische fertig machen, weil ihre leer war. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, mache ich. Dann bin ich zu dem Tischbereich gelaufen, da wo die Getränke waren. Und da habe ich so die letzte Wodkaflasche gesehen, die da halt stand. Und da war ungefähr, also von dieser Flasche war da noch so viel drin. Das heißt, so ungefähr zwei Mischen hätte man damit machen können. Dann habe ich gerade eingeschüttet. Und in dem Moment kommt so eine große, fast doppelt so große Hand von rechts und packt einfach die Flasche aus meiner Hand, reißt die raus und schüttet sich selber was ein. Und ich gucke so, beziehungsweise ich gucke so und das ist so ein richtig großer, breiter Basketballer gewesen. Er hatte so Locken und so und ich sag so, was ist los mit dir? Lass mich doch einkippen, dann kannst du selber einkippen danach. Ja. Ja, verpiss dich mal und so. Hat mich gar nicht ernst genommen, hat mich einfach beleidigt. Und ich war halt bis 20 so ein Junge, wenn du mir ans Bein gepisst hast, ich bin halt sehr, sehr schnell aggressiv geworden. Mittlerweile ist das nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber zu dem Zeitpunkt ist mir egal, wer da vor mir, ob der 2 Meter oder 200 Meter ist, der kriegt jetzt von mir aufs Maul. Das war in meinem Kopf. Mhm. Und dann habe ich ihn aber nicht direkt geschlagen, sondern bin zurückgelaufen zu der Couch, wo alle am Sitzen waren. Da waren die so versammelt und überall sind halt Leute so auf der Party. Ja. Und bei dem Couchbereich waren halt meine Freundin und ein paar Kollegen und so. Und ich bin halt zurückgelaufen und habe gesagt, ey, damit ihr Bescheid wisst, ich hau dem Typ jetzt auf die Fresse. Und danach habe ich mich wieder umgedreht. Ja. Ja, und hab das so gesagt auch. Hab gesagt, ey, damit ihr Bescheid wisst, schau dem Typ jetzt auf die Fresse. Und hab mich wieder umgedreht, bin zu dem Typ gelaufen. Der war sich gerade entspannt seine Mische da am Einschenken. Und ich hab den so von hinten auf den Rücken getippt. Dann hat der sich umgedreht. Boom! Volles Rohr hab ich den rechten Haken gezogen. Und der ist komplett auf diesen Tisch geknallt und alles, diese Getränke über den und so weiter. Er ist aber erstaunlicherweise sehr schnell aufgestanden. Hab mich dann auch gepackt und so und dann habe ich ihn an seinen Locken gepackt, damit ich sein Gesicht halt kriege. Hab ihn dann runtergezogen und alle Leute sind auf uns, versuchen uns auseinanderzureißen. Und ich ziehe seinen Kopf halt so runter und mit der rechten Faust die ganze Zeit gebe ich ihm Aufwärtshaken. Einen nach den anderen. Bam, 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 bam. Seine ganze rechte Hälfte vom Gesicht, beziehungsweise die linke Hälfte vom Gesicht, komplett demoliert gewesen. Also wirklich wie in so einem Horrorfilm war das am Bluten, am Saften und die eine Hälfte normal, die andere Hälfte komplett rot. Weil du die ganze Zeit draufgehauen hast, oder? Weil ich habe nicht aufgehört. Die Leute haben mich auch nicht losbekommen von ihm, weil ich so wütend war in dem Moment. Und dann war das so ein Hin und Her, dies, das. Dann kamen auch noch die Eltern von den Zwillingen und so. Und dann hat sich die Situation für einen Moment ein bisschen beruhigt. Waren die Eltern auch von den Gastgebern auch da? Ja, die genau, die waren auch in der Nähe, aber die waren nicht in dem Raum, wo wir Party gemacht haben. Aber die waren in der Nähe, falls etwas passiert. Ja, 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 klar. Ist auch dann. Und dann kamen auch die Eltern und so. Und dann haben die mich beruhigt, meinten, ey, so und so. Dann habe ich denen die Situation erklärt. Und dieser Typ war halt draußen und am wüten und so. Und in dem Moment kam er halt nochmal und dann haben wir uns fast nochmal gefetzt, aber dann sind alle Leute dazwischen gegangen.
Und sein Gesicht habe ich dann gesehen, war halt komplett demoliert. Er saß dann da so in der Ecke und war die ganze Zeit an seinem Handy und sein Gesicht so am Tropfen. Und dann habe ich zu meinen Jungs so, es sind so 20 Minuten vergangen und dann meinte ich so, ich habe ein mulmiges Gefühl bekommen so. Und dann meinte ich, Jungs, lasst uns abziehen, die Party ist gelaufen, lasst uns gehen. Und dann habe ich die drei Jungs genommen, meine Freundin war noch auf dem Geburtstag, die ist halt nicht mit rausgelaufen. Dann sind wir halt aus diesem Geburtstag wieder raus und zu dieser langen Straße. Und genau wenn wir um die Ecke gehen, hier ist ja mein Auto geparkt hier vorne, wir gehen genau um die Ecke, auf einmal sehen wir in die Einfahrt drei Autos reinfahren. Hm. Plötzlich. Hat der, glaube ich, Verstärkung gerufen, ne? Und dann hält das erste Auto direkt vor mir, macht Fenster runter und sagt, ey Jungs, auf dem Geburtstag ist eine Schlägerei passiert, unser Kollege wurde geschlagen, wisst ihr, wer das war? Und ich fragen guck, dich. Fragen mich. Fragen mich. Ich gesagt, dahin. Und ich guck den so an, ich so, Schlägerei, ich hab das gar nicht mitbekommen, wollten jetzt gerade nach Hause gehen. Und die fahren rein. Und wir laufen ganz normal entspannt mit den Jungs und schieben uns Lachkick noch so. Weil wir dachten nicht, dass die so schnell darauf kommen, dass wir das wirklich waren. Ey, gefühlt hat das keine zwei Sekunden gedauert. Auf einmal ist so, und diese Autos kommen hinterher. Und das ist ja so eine Einbahnstraße gewesen. Das heißt, man konnte nur da raus, wo man auch reingefahren ist. Und diese ganzen Autos kommen und wir hören, wie die kommen und wir fangen an zu rennen. Wir ziehen durch zum Auto, aber die waren schneller als uns, als wir. Und haben dann den Weg vor uns abgesperrt mit drei Autos. Und aus drei Autos steigen ungelogen 15 bis 20 Leute raus. Und wie in so einem Film sind die alle vor dir verteilt plötzlich. Und der eine hat einen Schlagring in der Hand, der andere hat einen Baseballschläger, der andere hat ein Messer. Und die stehen wie in so einem Film alle vor dir. Und was? Meine zwei Kollegen neben mir, und das waren jetzt auch nicht wirklich die Kampfsportler oder sonst was, sondern einfach so entspannte Jungs. Der eine so ein Deutscher, der andere so ein Deutsch-Türke. Coole Jungs, einfach entspannte Jungs, aber keine Typen, mit denen du auf jeden Fall auf eine Schlägerei gehen kannst. Dann heiß auf jeden Fall. Genau, und dann steht dieser eine Typ vor mir. So ein, der war kleiner als ich, aber ein bisschen dicker, so Bilal Gold-Format. Und hat einen Schlagring in der Hand, in der rechten Hand. Und der hat den so, und der steht so vor mir, der so, wer von euch drei hat meinen Kollegen angepackt? Und mir war klar, wenn ich sage, ich, dass er zuschlagen wird mit dem Schlagring. Ja, er hat den nicht umsonst in der Hand. Hm. Und in dem Moment meinte ich einfach zu ihm, ist so, ich hab den geschlagen, was willst du machen? Und er holt aus und will mir den komplett reinhauen und ich weich aus von seinem Schlag und ich sehe im Augenwinkel, wie mein Kollege, der nichts damit zu tun hat, diesen Schlagring komplett gegen die Nase kriegt. Oh. Boof! Boom! Explosion vom Blut. Seine Nase war am Fließen wie Wasser. Und in dem Moment, wo er den abbekommen hat, habe ich ihm danach einen Tritt gegeben. Er ist in seine Jungs reingeflogen, ich habe mich umgedreht und hinter mir war so ein großer Gartenzaun. So ein riesen Gartenzaun, 2,50 Meter oder so. Mit so einer Hecke. So ein Zaun mit so einer Hecke. Okay? Und diese Hecke umhüllt diesen Zaun. Du kommst da eigentlich nicht durch. Und ich weiß nicht wie, aber ich bin einfach da reingesprungen und kam da durch. Weil du kannst nicht mit 15 Leuten kämpfen, die schlachten dich dort in ein paar Sekunden. Ne? Hab denen einen Tritt gegeben, mich umgedreht und bin da reingesprungen und hab mich da irgendwie durchgezwängt und ich hab's geschafft, da in diesen Gartenanlagen reinzukommen. Da waren so Schrebergärten direkt daneben. Und dann höre ich nur noch Geschreie, ey Jam, meine Freundin schreit, ich höre die auf der Straße, wo bist du, dies, das. Und ich bin in diesen Gartenanlagen versteckt und diese Jungs sind tatsächlich nicht da, wo ich durchgegangen bin, sondern sind durch den Zaun und zwei sind mich suchen gekommen. Mhm. Und ich bin so versteckt hinter so einem Gartenhäuschen, hinter so einem Winterhäuschen. Und ich stehe da so an der Wand und versuche meinen Atem zu beruhigen. Und ich höre so, wie diese zwei Jungs da von dem Eingang reinkommen und diese Straße, und wo ist dieser Kleine, ihr wisst schon, ne? Ja, wo klar. Ist der, wir nehmen den jetzt auseinander. Und genau in dem Moment, also die laufen so an mir, hier ist das Gartenhäuschen, so, ich stehe mit Wand dran und hier ist so der Weg von diesen Streberanlagen, von diesen Strebergärten. Und dann laufen diese Jungs an mir vorbei und genau wo der vorbeikommt, boom, ich gebe den einen Tritt, der fliegt gegen seinen Jungen und ich renne zurück zu meinem Auto, direkt, ich mache Spur zu meinem Auto, damit ich zu meinem Auto komme. Ich komme zu meinem Auto rein, diese Jungs waren auch verteilt überall, ne? Normal, der eine komplett demoliert, Polizei wurde gerufen und so. Ich steige in mein Auto und fahre Kickdown direkt weg und versuche Freundinnen zu erreichen, die Jungs zu erreichen, wo die sind. Hab dann die Jungs erreicht, hab die eingesammelt, bin dann zur Party gegangen, die meine Freundin meinte, ey, die sind jetzt alle weg, komm hier hin. Polizei war auch da, Krankenwagen also war da. Also wieder zu dem Geburt. Genau, bin ich dann wieder, ich bin auch nicht weit weggefahren. Ich bin nur so 20, 30, 50 Meter vielleicht weggefahren, um den nächsten Block, einfach um die direkt zu erreichen und um mit dem Auto wegzukommen dort. Und dann habe ich alle halt erreicht, die meinten, ey, komm hier hin, die sind jetzt alle abgehauen und so. Und dann kam die Polizei, Krankenwagen, dies, das.
Und dann habe ich meinen Kollegen halt mitgenommen und wir haben den Kollegen zum Krankenhaus gefahren tatsächlich. Und auf dem Weg wurden wir noch von der Polizei angehalten. Da musste ich noch einen Drogentest machen, da musste ich noch Dinge machen. Ja. Natürlich war alles clean. Und ja, das war erstmal die Story. Und ein halbes Jahr danach, also diese Jungs haben keine Anzeige bekommen, ist nichts passiert. Mein Kollege, der diesen Schlag mit dem Schlagring bekommen hat, hat einen doppelten Nasenbruch. Oben und unten war die gebrochen. Und ja, diese Jungs haben nie irgendwie eine Strafe bekommen tatsächlich auch und wurden auch nie getappt. Die haben auch meinen Kollegen gedroht, wenn du das Polizei sagst, dies, das und so, wir werden dich hier Harikiri machen und so. Und ein halbes Jahr danach war ich feiern, auch wieder mit meiner Freundin und in Oberhausen war das. Mhm. Und da habe ich diesen Jungen, diesen 2 Meter Basketballer da, habe ich dann wieder gesehen. Habe ich den wieder gesehen. Und das Witzige kommt jetzt, er kommt zu mir, er sagt, hey, bist du nicht JamTV? Können wir ein Foto machen? Und ich dachte, wir prügeln uns jetzt gleich hier. Und er sagt zu mir, können wir ein Foto machen? Ich guck den so an, ich so, weißt du nicht, wer ich bin? Der so, nö, ich weiß, dass du JamTV bist. Auf jeden Fall können wir ein Foto machen und so. Hä, hat der einen Filmriss gehabt? Oder? Aber hast du dich in diesem halben Jahr vielleicht verändert gehabt? Eigentlich kaum. Ja, oder der war viel zu besoffen an dem Abend. An dem Abend war der, glaube ich, auch wirklich zu besoffen. Ja. War wirklich zu besorgen, cool, glaube ich auch. Ja, und dann wollte er einfach ein Foto mit mir machen. Pissbot. Das war die Story. Krass, Alter, ja. Überleg mal. Das ist heftig, ne? Derjenige, mit dem der so eine Fetzerei hatte, kommt einfach ein halbes Jahr später und macht Foto. Aber ohne zu wissen, wer das ist. Ja, ohne zu wissen, dass er der ist, der ihn auf Party getroffen hat. Ja, er kennt ihn unter JamTV. Er hat ihm die Bomben gegeben. Ja, ich hab ihn vor und ich wusste 100%, diese Locken, er war nicht verwechselbar. Ich habe ihn direkt erkannt. Ja, ja. Und es war ein halbes Jahr danach. Ich dachte mir, ey, wenn ich den jetzt gleich sehe, dann gibt's hier wieder eine Fetzerei und so. Ich dachte, der will noch was von mir, 100%. Ja, der kommt seine Wut nicht raus. Und ich meine, der hat 15 Jungs gerufen. Hätte ich zumindest gehabt, wenn mich einer so vermöbelt hätte und ich hätte den gesehen, wäre ich bestimmt nicht ruhig geblieben. Aber ist auch normal, dass du ihn nicht verwechselt hast oder erkannt hast, weil wenn ich jemandem so einen geben würde, würde ich ihn auch wieder erkennen. Also, natürlich zum Glück ist es jetzt zu nichts passiert, gekommen, nichts, dass ja. Er jetzt nur ein Foto wollte. Ja, Gott sei Dank. Aber da hätte er noch eine Trachtprügel gekriegt. Der hat, also ich sage, jeder Mensch hat ein gewisses Talent in sich. Jeder. Mhm. Du, er, wir alle. Ja. Er hat eine, viele unterschätzen ihn. In dem Sinne, klein, Hümpfling, weißt du, den hau ich mal eben weg am Arsch. Ja, so der hat eine übernatürliche Schlagkraft. Ja, also der hab ich gesehen an so Boxautomaten, wie wir beim Fußball waren. Hab ich gesehen. Ja. Wie oft sein Trainer, ich will jetzt nicht seinen Namen gegeben, der hat den aus dem Training rausgeschmissen. Ne? Echt? Beim Pratzer. Sagt der Trainer immer wieder, hau langsam. Wenn der haut, dann haut der. Ah, er hat seine Kraft nicht unter Kontrolle, einer, ne? So ein Kandidat. Krass. Das ist krass. Also, schwer, schwierig, ne? Schwierig. Also, das Ding ist einfach, der hat sich schon frei erzählt, was dafür spricht, dass die Geschichte wahr ist. Krass. Auf der anderen Seite ist, denke ich, dass dieses halbes Jahr später, dass es eventuell ein Bluff ist, weißt du? Als ob der den nicht erkennt, Bruder, ich bitte dich. Ich sag mal so, er hat das. Ja, nicht, selbst wenn du auf 6 Promille bist, Bruder. Obwohl, ich weiß nicht, warst du zu besoffen? Das Ding ist, du warst noch nie besoffen, deswegen weiß ich ja nicht, wie das ist. Ja, Bruder, ich kann es mir aber vorstellen, wenn einer betrunken. Ja, Schuh, meine Freunde waren betrunken, Bruder. Deine Freunde, aber du hast viel. Ja, aber ich habe ja Erfahrungen dadurch gesammelt gehabt, wenn die betrunken waren, wie die sich verhalten haben und so weiter. Oder er wollte das eigentlich so einfach so tarnen, als wäre nichts passiert, stark. Weißt du? Und andererseits will er sich nicht nochmal blamieren, ne? Gibt es wieder Haue? Oder er wusste wirklich die besten Freundschaften fängen mit einer Schlägerei an. Das, ne? Stimmt. Ohne Spaß. Stimmt, ja. Wieder einschleimen, vielleicht wieder Freunde werden. Ja. Vielleicht Freunde werden. Ja, das war immer so. Immer mit denen ich mich geschlagen habe, das waren meine besten Freunde. Ja. Ehrlich, ohne Spaß. Der hat das einfach so weggetan, denke ich mir mal. Denke ich aber auch, ja. Oder er war echt, entweder hat er es weggetan oder er war echt besoffen. Eins von beiden. Weil die Sache mit der Schlägerei ist schon plausibel, so, weißt du? Dass also
Weißt du, wozu ich den... Das ist ja doch nur höflich, ey. Ich sag euch mal ganz kurz, ich werde den jetzt hauen. Ich werde den jetzt eine geben. Das war krass. So, ne? Ihr wisst Bescheid, der geht da rein. Auch Gentleman-like, du weißt du? Gentleman-like. Aber guck mal ganz kurz, ne? Er hat ja das, das Ding ist, warum ich glaube, dass es war, ist, weil er hat das, wo er das erzählt hat, ne? Er wurde immer mehr Hey John. Also er hat sich immer mehr so in diesen Moment wieder reingefunden. Er wurde immer mehr, immer aufgeregter. Hast du gemerkt, wenn er geredet hat, er wurde immer schneller auf einmal. Dann irgendwann so, so, ich hab mir so gegeben, hab ich. Das macht man nur, wenn man wirklich eine Geschichte erlebt hat, Bruder, weißt du? Ja gut, Bruder, ich denke, vielleicht hat er da, weiß nicht, vielleicht hat er modifiziert. Er hat kurz vergessen, er hat vergessen, dass er hier Bluff Story erzählt hat. Ja, er hat vergessen. Die war so real, er hat vergessen. Meinst du, okay. Ja, ja. Also du sagst du, dies war? Ich sag, dies war, ja. Jörgchen Baba? Jetzt kommt die Wahrheit. Ja? Du musst dich anschließen, wenn Jörgchen Baba sagt. Boah. Oder hast du seine Zweifel? Das war schon ich krass. Ich denke, da ist einiges, was wahr ist so dran an der Geschichte, aber der hat vielleicht ein bisschen was modifiziert. Also mit der Schlägerei, das glaube ich nicht schon, dass er den vermöbelt hat. Aber das mit dem halbes Jahr später, wobei das kann er auch, weiß nicht. Ich kenne einen anderen Influencer-Kollegen, ja. Das ist auch passiert. Ja. Also jetzt nicht so krass, aber ein Foto wollte er haben von ihm irgendwann, nach ein, zwei Jahren später. Wir haben ja gerade auch das Thema gehabt, ne? gibt Menschen, die können lügen, ohne rot zu werden. Das stimmt. Aber das Ding ist, er ist rot geworden vom Heijan. Das ist das Ding. Ich sag, dies nicht wahr. Okay. Du sagst, dies wahr, er sagt, dies wahr. Ja. Ich sag, dies nicht wahr. Doch, ich erkenne. Irgendwas an seinem Gesicht sagt mir, der lügt. Nee. Irgendwas hat er modifiziert. Nein. Ein paar Sachen kann ich dir schon abkaufen, aber so, mein Gefühl sagt das vielleicht. Er wollte hier unbedingt eine echte Geschichte erzählen, deswegen hat er da, denke ich, dass sie echt ist. Ja? Ja. Keine Ahnung. So, Freunde, wir hören uns einmal die Auflösung an. Meine Damen und Herren, die Geschichte ist wahr. Bruder, wie er erzählt hat. Er hat drei Aufmerksamkeiten, aber hat einen Tritt gegeben. Kennst du, der war teilweise ein bisschen euphorisch unterwegs da und ich dachte mir, vielleicht erzählt er da gerade was, so, weißt du? Das Ende war halt krass, das hätte man wirklich denken können, dass es nicht wahr ist, weil wer kommt ein halbes Jahr später wieder und... Ja, das hat auch ein bisschen verunsichert. Nein, so krass. Aber hat halt auch mich verwundert in dem Moment, weil ich war so richtig bereit, mich jetzt wieder auf die Fresse und so. Und ich so, okay, jetzt kommt gleich wieder eine Schlägerei und dann kommt er zu mir so... Hey, du bist doch Genty. Und ich dachte, der sagt so, ey, bist du nicht derjenige von dieser Geburtstagsparty? Und so, ey, du bist doch Genty, können wir ein Foto machen? Oder es gibt so ein türkisches Sprichwort, auf deutsche Übersetzung ist im Öfteren schwer. Mach das mal auf Türkisch. Bükemedim bile mi füceksin hoca. Bu adamın bileğini bükemedi, affedersin, öptü bile. Ich will damit sagen, die Hand, die du nicht bezwingen kannst, musst du küssen. Und er hat geküsst in dem Moment seine Hand. Mit dem können wir ein Foto machen, hat er so gesehen seine Hand geküsst. So. Okay, krass. War auf jeden Fall eine starke Geschichte, Freunde. Ja. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Grüße an den Basketballer. Ich kenne sogar noch seinen Namen. Ich habe den Namen dann ein halbes Jahr später erfahren. Echt? Ja. Also nach dem Foto ein halbes Jahr später oder? Nach dem Foto, ja, okay. Bei dem Foto dann. Haben wir da geredet und da haben wir dann cool über diese Sache geredet. Und echt? So. Also habt ihr das aus der Welt geschafft? Ja, er meinte auch zu mir, er war zu besoffen an dem Abend. Er wusste nicht mal mehr, dass ich das bin und so. Und der hat mich auch gar nicht erkannt an dem Abend, weil sein Gesicht war komplett demoliert. Also. Was sagt uns wieder diese Sache, Freunde, diese Geschichte? Wieder eine Message an euch da draußen. Finger weg von Alkohol. Ihr seht ja gerade, was Alkohol mit Menschen anrichten kann. Schlägereien kommen zustande, so, weißt du, man, ne? Frieden ist immer das Beste. Leider Gottes. Bleibt nicht so wie eine Flasche. Das ist, ne? Alkohol bleibt nicht so einfach in der Flasche. So, wenn man das nicht verkraftet, dann sollte man sein lassen oder sowieso. Begrenzt. Am besten gar nicht. Man kann auch ohne Alkohol feiern. Natürlich. Richtig. Ich bin ein Mensch, der auch ohne Alkohol feiern kann. Ich auch nicht. Ne? Manche kommen ja nicht so pötte, wenn die sagen, ich muss da irgendwie ein bisschen trinken, damit ich überhaupt da, weißt du. Aber ihr seht ja, Freunde, was passieren kann. Deswegen einfach unterlassen am besten, wenn ihr nicht drauf klarkommt. Bringt null. Genau. Geldverschwendung, gesundheitliche Verschwendung, also null. Also, viel Ärger und Kopfschmerzen. Definitiv. Ja. So, Freunde, das war mal wieder eine starke Folge mit GemTV. Lass ein bisschen Liebe da, Freunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Story, Bruderherz. Danke auf jeden Fall. Küss dein Herz. Bis zur nächsten Folge. Bis Bescheid, Freunde. Peace out. Mein Name ist Jonathan Jones.